So, herzlich willkommen zurück zu Humankind. Ja, letzte Runde haben wir gemerkt, dass die Hunnen und die Zu eine Allianz eingegangen sind. Das ist also, die Zu wollten mir die ganze Zeit angreifen und die Hunnen, die haben auch schon kein nicht anderes Pakt mehr mit uns. Welcome. What do you see? Wir können zwar Karten teilen, wir können umfassenden Handel machen, aber der nicht anderes Pakt ist halt weg. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall so schnell wie möglich dann Einheiten produzieren. Müssen wir mal gucken. Wir gehen mal in die nächste Runde. Bevölkerungszunahme, das sieht gut aus. Plünderung. Wir haben erfolgreich geplündert. Wir haben eine Stadt weggeplündert. Sehr schön. Handelsrouten zerstört. 27 Stück. Dein Ernst? You have. Die sind doch noch da. Ach so, und 27 Handelsrouten wurden wieder. Nee. Wow. It gladdens my heart to see you this day. Alter, was haben wir denn hier alles gemacht? Oh. Aber eigentlich haben wir die Handelsrouten noch. Also, letzte Folge war es so, wenn wir den Außenposten zerstören, dann zerstören wir auch die ganzen Handelsrouten wohl. Ich glaube, wir müssen auch nicht unbedingt... Ach, wir können hier daneben bauen. Das ist schon okay. Dann tun wir wenigstens das Pferd wieder. Dann... was ist das hier? Ach ja! Und wir sind ja mit... Mit wem haben wir eine Allianz? Mit den Teamern, ne? Relax. Glaube unterdrücken, da verzichten wir mal drauf, da freuen die sich. Genau, wir sind ja mit den Griechen und Mykenern. Ah ne, Archimeden sind es mittlerweile. Sind die eins hoch? Also sind die eins hoch? Altertum, ne, es ist noch keiner im Mittelalter, oder? Ich glaube, nee, das ist noch niemand im Mittelalter. Okay. Das sieht jetzt alles ein bisschen... Mal gucken. Geh mal auf die Insel rauf, vielleicht sehen wir dann ein bisschen mehr. So richtig viel sehen tun wir? Nee. Was, wie sieht es hier oben aus? Da fahren wir ein bisschen weiter. Wie gesagt, wir können dann nur eine Runde im Ozean verbringen. So ein bisschen unser Problem. So, und hier wollte ich ja auch, dass sie sich trennen. Wir verbrauchen übrigens immer noch kein Geld. Das ist relativ günstig für uns. Aber wir bekommen ein altes Wrack. 80 Forschung und... Nee, 80 Einfluss, 70 Forschung. Nehmen wir mit. Okay, und hier oben ist dann sozusagen Ende im Gelände. Gut. Hier wird auch Ende sein. Ja, das Problem ist, wir kommen wirklich nicht zur nächsten Insel irgendwie. Das war's quasi hier oben. Wir haben es zwar eingenommen, aber es war's. Außer hier hinten geht's noch weiter, aber ich glaube fast nicht. Dann müssen wir mal gucken, wie wir es am Blödsinn dann anstellen. Wie wir dann in die nächsten Inseln kommen. Warten, bis wir eine Schifffahrt haben vielleicht. Das kann gut und gerne sein. Was ist das hier eigentlich? Halonbucht. Oh, cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann... I offer an excellent proposition. Ah, die Hunnen wollen jetzt nicht anderes packen. We will reflect upon it. Sind wir eigentlich? Ach, wir sind Dieb. Dieses Abzeichen bewirkt, dass die plündernden Armeen dieses Reichs abhängig von der Stufe des Abzeichens mehr Geld erhalten. Ach, wir sind Dieb geworden, weil wir so viel geplündert haben, okay. Wir können Genvorschlag machen für 700 Demonstrate Gold. Genuine fairness. Das wollen sie nicht. Die Hunnen. Okay, gut. War ja mal nur eine Frage. Also wir hätten gerne nicht anderes packen eigentlich angenommen gegen die Hunnen. Wenn ich ehrlich bin. Das habe ich auch ein bisschen verkackt. Ich hätte es eigentlich machen sollen. Aber was soll's. So, wenn es überrannt ist, welche Stadt denn noch? Mithrihalle. So, Mithrihalle. Da geht es jetzt auch darum, eine bessere Mauer vielleicht zu bauen. Das kostet nämlich nur 200. Nochmal 400 durch die Stabilität. Jetzt machen wir mal das beides. Und nächste Runde mal gucken, was wir wirklich bauen. Und hier brauchen wir nicht unbedingt die Mauer. Das können wir erstmal nebenbei noch bauen. Aber wir wollen ja vor allem die guten Einheiten bauen. Die können wir mit noch nicht bauen. Okay, gut. Was kosten denn im Moment so Einheiten? 73. Schwertkämpfer 73. Die besseren Einheiten hier schon, aber von den Ägyptern noch. 146. Speer mittlerweile nur 36. Das hat gar nichts. Kavallerie 36. Das sind ja so Stufe 1. Also sind ja dann schlecht, ne? Also unsere besten Einheiten sind im Moment noch die... Ich würde denken, die Tesati mit den Schwertkämpfern zusammen. Einfach weil die Schwertkämpfer keine Boni haben. Und die haben wenigstens noch Eifer. Und sind noch ein bisschen schneller vom Laufen her. Und
73 bei 1090 Industrie übrigens. Da wisst ihr, was los ist. Da geht auf jeden Fall eine Menge. Oh, und wir gehen von der Stabilität herunter. Das muss daran liegen, dass wir die Handelsabkommen irgendwie nie mehr haben. Das ist natürlich jetzt nicht irgendwie das Beste. Oh, ich wollte übrigens auch mal eine Garnison bauen. Das war auch noch wichtig. Und zwar wollte ich hier hinten eine Garnison bauen. Genau. Warum? Wenn ihr die Garnison fertig habt, dann könnt ihr doch sagen, dass die Einheiten nicht in der Stadt selber rauskommen, sondern in der Garnison. Das bringt natürlich einen riesen Vorteil, wenn die nicht hier am Arsch der Welt im Menzoberranzern rauskommen, also nicht hier oben, sondern gleich hier hinten bei der Front. Ja? Das wäre halt sozusagen die Idee. Wo ich es hier der auch gerne hingebaut hätte irgendwo. Aber müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Du, Bevölkerungszunahme kurz vor der Niederlage. Die Tritz unterstützen eure Bevölkerung im Krieg gegen die Griechen betritt 24. Wir haben Krieg gegen die Griechen. Hello, hello. I always look forward to our conversations. Betritt? Wir sind in Allianz mit. Ja, und wir haben wirklich alles verloren. Bei den Griechen. Ach du Scheiße. Zum Glück haben wir da ein Zollabkommen, das ist alles so viel kostet. Aber wir müssen uns jetzt alles wieder zurückholen. Und das sofort am besten. Oh, Safran ist richtig teuer. Mit Ebenholz war, glaube ich, Industrie. Das war wichtig. Das ist jedenfalls nicht so teuer. Tee war auch nochmal ein bisschen mehr Nahrung. Und Papyrus haben wir. Okay, jetzt haben wir wenigstens alles von den Griechen wieder. And you are here. Scheiße, also wir müssen auf jede Fälle unglaublich viel. Also wir haben unten einmal diesen Handelsposten zerstört und schon saßen wir da. Mit 83 Gold machst du hier gar nichts mehr. Okay, wir müssen langsam anfangen, auch Marktfülle zu bauen. So, 5 untätige Armeen. Das ist ja logisch, weil. Ach, fuck. Ich dachte, ich habe den ausgewählt. Gut, der kann auch mal nach da. Ja, wie gesagt, ich glaube, hier hinten ist einfach nichts mehr. Schade. Okay, die Jungs. Kann ich hier eigentlich weiter plündern? Bringt mir das was? Ja, es bringt sogar was. Dann machen wir es noch folgendermaßen. Weil wir brauchen auf jede Fälle Gold. Dann werden wir jetzt mal auf jeden Fall die ganzen Viertel hier plündern. Damit wir uns nächste Runde noch mehr leisten können. Weil die Viertel bringen uns nichts, weil wir haben hier keine Stadt. Ja, also die Viertel würden quasi uns hier nichts bringen. Erstmal an sich. Meines Erachtens. Das kann ja auch falsch liegen. Aber meines Erachtens bringt uns das nichts. Ich meine, wir machen zwar hier theoretisch Geld. Das müsste ja durch das Marktviertel sein. Unter anderem. Hm. Wir machen es mal weg. Mal gucken. Vielleicht machst du in der nächsten Runde nicht mehr so viel Geld. Nicht so viel Wissenschaft. Wir gucken uns das mal an. Wir plündern auf jeden Fall, weil wir brauchen jetzt auf jeden Fall Geld. Okay, hier will ich gerne nächste Runde die Armeen zusammenziehen. Oder übernächste Runde, wenn wir die Belagerungstechniken fertig haben. So, jetzt haben wir noch Städte, wo wir es bauen können. Wir können immer noch ein Wunder bauen übrigens, das wäre vielleicht auch noch nicht so schlecht. Aber wir müssen hier auf jeden Fall uns vorbereiten darauf, dass wir Armee produzieren. Nahrung machen wir eigentlich genug. Stadtmauern wären auch nicht schlecht, falls hier was passiert. Und dann würde ich sagen, oh, einfach noch ein paar davon. So, hilft ja nichts. An sich. An sich hilft es nichts. Einfach bauen. Hier können wir noch einen bauen und hier können wir noch. Dann bleiben wir in der Mitte sozusagen frei. Wir hoffen, dass wir natürlich dadurch wieder Stabilität bekommen. Durch die ganzen Sachen, die wir da. Oh, warte mal. Stadtwache, mehr Garnison. Weil wir jetzt sozusagen hinten das gebaut haben. Ihr könnt ihr dann aktivieren, Startpunkt für Landeinheiten. Startpunkt für Landeinheiten, so rum.
Und die Garnison bringt halt 5 Stabilität, damit können wir sie halt quasi nochmal erhöhen, um nochmal 5. Ist jetzt nicht irgendwie gelbe, the yellow von the egg, ne? Können wir mal gucken, können wir hier noch irgendwo einen Hafen bauen? Ein Hafen, der uns nur 2 Nahrung bringt, ist natürlich ziemlich sinnlos. Also in der Hauptstadt können wir echt, wir können auch hier, weil es alles Steilküste ist, ne? Ist ja Wahnsinn. Okay, das bringt uns ja gar nichts. Gut, wir können das Weltwunder bauen. So, wo hatten wir denn das Weltwunder hingebaut? Irgendwo, ach, wir hatten es, für das haben wir es hier hingebaut. Ich denke mal, wir werden es hier hinbauen. Weil hier werden wir eh nichts groß abbauen. Okay. Und wenn sich dann jemand beteiligen will, gerne. Gerne. So, 4 Plünderungen, das nehmen wir mit. Da wollten wir jetzt mal nachgucken. Macht jetzt das Ding hier, der Außenposten, weniger Geld? Ja, macht er auch. Okay, aber dafür haben wir sofort Geld bekommen. Okay, die Frage ist, wollen wir jetzt das Gebiet auch noch einnehmen? Das würde uns einen Rohstoff bringen in der Zukunft. So, erstmal die Armeen wieder zusammenziehen. Ihr könnt nicht mehr laufen. Na gut. Dann auf jeden Fall hier irgendwie rein erstmal. Okay, wir haben jetzt ein Pferd. So, jetzt müssen wir wieder weiter. Das ist echt richtig. Hier Eisen ist, glaube ich, erstmal das Sinnloseste. Was bringt Perlen? Mehr Stadt für Essen. Bringt auch nichts. Industrie. Wir müssen Industrie wieder ankurbeln. Und Nahrung auf jeden Fall. Ah, sind ja die übelst teuren Dinger hier bei Maya. Natürlich noch ein paar günstigere. Ja, hier auf jeden Fall, weil wir haben hier ein Abkommen, glaube ich, ne? Wir haben noch keine Zollunion. In 2 Runden hätten wir Zollunion. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warten wir jetzt die 2 Runden und machen erstmal die anderen. How do you do? Achso, du bist fertig. So, blau. Sieht auch gut aus. Was ist denn das Problem? Ja, die Handelsabkommen sind doch gleich bald wieder da, ne? Wie herumheult. Sovereign, how can I help you? Wir können aber nicht anderes Part machen mit dir, mein Guter. Okay, jetzt sind wir von oben erstmal ein bisschen sicher. Was könnt ihr? Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ich glaube, wir haben nur noch die Mykena. Können wir irgendwas noch machen? Bestimmt, oder? Ja, Salz können wir noch holen. Was bringt Salz? Nochmal mehr Nahrung. Was war das? 10 Nahrung, oder was? Eieieiei. Also deswegen ist unsere Stabilität übrigens so krass gefallen. So, die Jungs hier, die wissen auch nicht, wohin sie jetzt fahren sollen. Gehen wir hier oben noch weiter. Aha, hier oben geht's aber noch weiter. Ihr geht mal auch nach da. Gut. Den Typen. Ja, der hat jetzt hier unten irgendwas erkundet. Das hat uns jetzt nicht mehr unglaublich so viel gebracht. Aber von der Idee her, wir können ja auch nirgendwo groß hin. Also weil wir einfach nicht wissen, was wir machen können. Und wir haben keine Hochseeschifffahrt. Okay, was haben wir? Händler aus der Ferne. Bum, bum, bum. Einige heruntergekommene Händler mit merkwürdigen Waren klopfen an die Tore von Mens Oberranzern und verlangen eine Audienz. Sie kommen aus einem fernen Land und sind lange über eure berühmten Handelsrouten gereist, die wir gerade alle zerstört haben. Sie haben angeblich gewinnbringende Waren dabei, sehen aber mitgenommen und erschifft aus. Wenn wir sie abweisen, nicht viel. Und wenn wir sie einlassen, haben wir Chance auf unerwartete Konsequenzen. Und wir würden in die Richtung wieder mehr gehen. Was sind denn nochmal die ganzen Richtungen? Das können wir uns nochmal angucken. Also, oben Kollektivismus, das wäre mehr Industrie oder mehr Geld. Ich bin eher für mehr Industrie. Beim zweiten mehr Kampfkraft oder mehr Nahrung. Okay. Da 4 Einfluss auf symbolischen Bezirk oder mehr Sichtweite und Suchreichweite. Okay, also auf jeden Fall auf Adler gehen, auf Freiheit gehen. Und hier wäre halt Wissenschaft statt Glaube, glaube ich. Ja, Glaube bringt nicht viel. Ich würde ja Wissenschaft machen. Okay. Gut. Dann machen wir nächste Runde hier. Wir haben immerhin jetzt mit den Hunden oben nicht angespackt. Wir können jetzt immerhin 5 Einheiten in einer Armee führen. Und würden jetzt eine Balliste haben, wenn wir belagern. Okay. Gut. Glaube ist übrigens gleich eins weiter. Das ist sehr schön. Wir haben. Wir brauchen ja
ewig. Wir wollen ja 12 Runden. Wow. Wir müssen unbedingt was für Forschung machen, Leute. Langsattel, mein Luda. Ich brauche Forschung von dir. Und zwar sofort. Was kann man hier machen? Ein Wissenschaft auf Forschungsviertel pro angrenzend und zwei Wissenschaft auf Forschungsviertel. Kostet 400. Machen wir es. Nächste Runde fertig. Eine Wissenschaft pro Forscher und zwei Forschungsplätze. Wir haben noch keine Forscher, leider. Oh, wir haben Nahrungsprobleme, sehe ich gerade. Ui, wir müssen erstmal auf Nahrung gehen. Shit. Aber ich wollte hier gar nicht mehr so viel Nahrung bauen. Ah, warte mal, wir können Häfen bauen. Die sollten richtig was bringen. Und richtig ist jetzt auch vielleicht irgendwie übertrieben. Ein Hafen können wir bauen. 13 Nahrung. Shit, shit, shit. Wir haben hier Nahrungsprobleme. Okay. Zu wenig Nahrung gebaut. Ist nicht gut. Okay. Also, mein Lieber, du bist oben weiter durch. Eisschollen können wir übrigens nicht befahren. Wer hätte es gedacht? Okay, da kann jetzt aber auch nicht so. Aber so richtig können die auch nicht lang. Nächste Runde. Also, im Moment geht es nicht so richtig voran, muss ich euch ehrlich sagen. So, wir müssten mal nochmal gucken. Wir haben immer noch eine Krise hier. Und hier müssen wir. Alter, hier müssen wir auf jeden Fall auch nochmal richtig abgehen. Ah, können wir nicht. Wir haben echt Geld. Also, wir brauchen mehr Geld. Weil wenn wir gleich anfangen, Einheiten zu bauen, dann würde der... Okay, wir können jetzt die Einheit hier vernichten. Das wäre vielleicht was. Weil wir brauchen sie im Moment eh nicht. Sie kann auch nichts mehr. Wir können jetzt warten mit der Einheit hier. Dann irgendwas hier auf quasi befahren. Aber wir können es auch einfach lassen. Wir schicken die einfach jetzt mal irgendwo hin. Mal gucken, was passiert. Okay, Maya hat euch eine Allianz vorgeschlagen. Wer sind die? Das sind die Typen hier. I must ruminate. Da sind wir am Start, mein Du. Da sind wir am Start. Wenn es geht, wissenschaftlich. Nice. Kriegen wir noch ein bisschen mehr Wissenschaft. Cool. Also, die Typen, die haben zwar nicht viele Ressourcen, aber... Das wird natürlich die Hunden wieder verärgern, weil die waren ja im Krieg mit denen. Oh, und wir haben natürlich hier unten die Nubier gefunden. Natürlich fies und böse sind. Na, klasse. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal diese Redotte hier weg. Das ist noch kein Stamm, es ist noch ein Außenposten bei denen. Okay. Gut. Das heißt, da passiert noch nicht viel. Also wir haben ein bisschen was zu tun jetzt hier. Mensch, Mensch, Mensch. Ah, und hier oben könnten wir noch was einnehmen. Cool. Man sieht auch leider nicht, wo es hier hingeht, ne? So, ich werde mich jetzt hier mal so ein bisschen postieren. In der... Okay. In der Hoffnung, dass ich Land sehe. Irgendwo. Die überspringen wir. Nächste Runde. Können wunderbar anspruchen. Cool, weil wir eins fertig gemacht haben. Frage ist, durch den Krieg erhöhte Kriegsunterstützung. Also wenn dann die verbotene Stadt, würde ich sagen. Machen wir die verbotene Stadt. Glaube noch zwei. Okay. Ja, genau. Die würden nächste Runde sterben, deswegen müssen die jetzt wieder zurück ins Gebiet. So, die überspringen den Zug. So, die fahren jetzt mal. Eins, zwei. 3 und da ist nichts. Okay, 1, 2, 3 und da ist auch nichts. Du, das heißt, die müssen zurück und die müssen zurück. Hä? Wir haben 163 von 165 Anhänger und dürfen trotzdem was aussuchen? Es kommt mir irgendwie ein bisschen falsch vor, Spiel. Okay, was könnten wir uns theoretisch aussuchen, wenn es funktioniert? Ich weiß es nicht. Also entweder Monumente errichten, das heißt mehr Wissenschaft pro Weltwunder. Und, also wir kriegen jetzt sowieso, egal was wir wählen, noch eine heilige Stätte dazu. Heißt ein Steinkreis.
Oder wir kriegen 20 Stabilität auf Gebiete, wenn Gebiete einer fremden Religion folgen, was bei uns nicht passiert. Großzügige Spenden wären 25 Gold pro Allianz. Bringt nicht so viel. Oder mehr Kampfkraft pro Einheit. Ah, ich würde sagen, wenn, da würde ich wahrscheinlich, ich würd wahrscheinlich sogar die Wunder nehmen. Weil wir im Moment wenigstens ein paar hätten. Nehmen wir die Wunder. Man könnte auch auf Kampfkraft gehen. Das würde uns auf jeden Fall im Kampf richtig viel bringen. Jetzt am Ende natürlich vielleicht nicht mehr. Aber jetzt auf jeden Fall was. Ich nehme mal. Aber Wissenschaft ist halt 50 Punkte, ist halt richtig viel. Ja, wir sind irgendwie durchgekommen. Wir haben jetzt Not. Gut. Also Wissenschaft, das. Ja, Leute, 416 statt 200 Norbert. Das hat uns richtig was gebracht. Something to make our affairs more Gemeinsame civil. Logistik, das nehmen wir an, meine Gute. Das nehmen wir an. Wir wollen ja lange Frieden haben. So, die haben jetzt eine Stadt gegründet. Die könnten wir auch sofort angreifen. Nett jetzt. Ah ja, hi. So, manuelle Stadt. Schlacht. Das machen wir mal so. Okay, da sind sie drinnen. Wir gehen hier mal hoch. Gehen hier mal hoch. Gehen hier hin und gehen hier hin. So, die müssen nächste Runde hier rein. Und die kämpfen jetzt mal alle den Weg. Na, die töten die jetzt erstmal. So, dann lief da erstmal das Loot die erste Runde. Jetzt laufen die wieder zur Flagge, ist klar, weil die Flagge muss ja eingenommen werden. Kann ja eingenommen werden von mir. Nochmal so. Die töten die. Die laufen jetzt hier rein und können hier noch angreifen. Jetzt müssen die wieder zur Flagge. Die laufen hier raus, würden jetzt aber nicht. Oh, doch, die würden ganz gut Schaden machen sogar. Das war's. So. Jetzt sind sie natürlich halb tot. Bedeutet, die können sich nicht mehr bewegen, okay. Aber sie sind übrigens, ach, die haben schon Stern bekommen. Die haben jetzt eine Kampfkraft mehr, weil sie befördert sind. Sehr schön. Dann werden wir auf jeden Fall den Blödsinn hier machen. Aber haben die. Ich möchte da jetzt keine ausrichten. Okay, wir können. Aber wir wissen jetzt nicht, ob hier Handelssachen durchgeht, oder? Ich glaube nicht, dass hier Handel durchgeht. Das Gebiet würde uns an sich, glaube ich, erstmal gar nichts bringen, ne? So, da sind die nächsten Penner hier wieder. Oh, ja, mit Kavallerie jetzt gebaut mittlerweile. Okay, gut. So, die Einheiten können wir jetzt zusammenschließen. Hallo? Ihr dürft zusammen, genau. Schon mal eine schöne Armee. Und auch die können wir jetzt zusammenschließen. Follow me. Auch wenn das nur Speer sind. Speer können wir übrigens leider nicht upgraden. Da müssten wir eigentlich, glaube ich, die könnten wir, glaube ich, zu Kavallerie machen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. So, wir haben ja Städte. Also, wie gesagt, warte mal, nee, haben wir noch Geld? Wir haben noch Geld. Wir müssen erstmal wieder handeln. What noble Brauchen deed shall we zum perform Beispiel Nahrung next, wieder. my honored ally? Der Fuck, Junge, Alter. Holen wir uns erstmal Tee. Tee war, glaube ich, auch Nahrung, ne? Also, dass wir alle Handelsdinger verloren haben, das war echt nicht worth. Freunde, also, wenn da steht, dass so viel der Handel kaputt geht, dann macht's nicht. Es ist einfach nicht worth. So, jetzt sieht's ja schon mal ein bisschen besser aus mit der Nahrung. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir gehen weiter auf. Bringt das eigentlich ein Wunder irgendwas? Nee, ne? Ja, doch. Ja, Wissenschaft. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter hier auf. Wir können auch gleich noch ein paar mehr machen. Wenn dann hierhin bitte. Erstmal. So, ein bisschen mehr auf Wissenschaft, weil wir brauchen. Ansonsten, Mens Oberranzan. So, da gehen wir ja schon extra mit Leuten auf Wissenschaft. Aber wir werden auf jeden Fall das Wunder, glaube ich, noch bauen wollen. Brauchen wir? Nee. Das ist wieso so absolut sinnlos. Die Mauern sind auch erstmal sinnlos. Wir werden das nächste Wunder bauen. Ich überlege, wohin wir die ganzen Dinge, also wo wir uns wirklich nicht mehr ausbreiten werden. Zum Beispiel hier.
So, haben wir das für auch fertig. So, ja, wir werden auf jeden Fall versuchen, jetzt die Wunder natürlich zu bauen. Weil 50 Wissenschaft ist halt 50 Wissenschaft. Welche Handelsrouten wurden schon wieder zerstört, glaube ich. Das kann überhaupt nicht wahr sein. So, die kommt zurück. Dann würde ich sagen, fährst du mal in die Richtung. Du siehst aber auch nichts. Also ich glaube, hier sind keine Inseln. Also wir müssten eigentlich mit den Jungs dann warten. Aber gut. So, hier müssen wir... Zum Beispiel warten wir jetzt hier im Wald drin. Wir müssen einfach nur wieder in unser Gebiet zurück. Und dann machen wir, bis wir geheilt sind. So, die sollen eigentlich hier mit dazu, genau. Und dann warten sie. Sehr schön. Und dann upgraden können wir die leider nicht. Dazu müssen wir Kavallerie erforschen. Ja, und ihn wollten wir sowieso sterben lassen. Der wird also nächste Runde sterben, okay. Und hat dabei nicht mal was entdeckt. Mann, was sind das hier eigentlich? Hafen oder was? Handelshafen. Okay. So, Mithrihalle. Könnte beim Wunder mitwirken. Das ist vielleicht wie ein Thema Wissenschaft am besten. Ah, wir haben schon wieder fünf Sterne, ne? Wir müssen jetzt nur noch vier Bezirke bauen, aber den sechsten Stern. Also wir schreiten durch die Zeiten voran. Wir sind jetzt quasi fast eine ganze Zeit vor den Hunden. Doch vor den Hunden. Hier oben. Sieht hier auch mit neu aus irgendwie. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Eieiei. Okay, gut. Was ist mit euch eigentlich? Misstrauisch seid ihr. Was soll denn das denn? Okay, die wollen die Karte nicht mehr teilen. Wir müssen auf jeden Fall weitermachen mit unseren Jungs hier. Wir haben nochmal Ebenholz. Das war nochmal ein bisschen mehr Stabilität logischerweise und auch Industrie. Und dann machen wir Safran, weil Safran war zwar teuer. Das kann nicht wahr sein. Aber das war Nahrung. Bauernviertel, und das war wichtig. So, wie sieht es mit Grün aus? Grün brauchen wir eine Zollunion. Wollen sie nicht! Ich hasse euch. Hail, Sovereign. Was mit euch hier? Blei. Noch mehr Schmiedeviertel. Darf ich nicht. Wir können Blei machen. Mehr Wissenschaft pro Forscher. Und Quecksilber. Oh Mann, ey. Eisen. Machen wir Eisen. Die Leute, wir müssen echt was mit dem Geld tun. Das ist die Dorni. Händler aus der Ferne 2. So, den haben wir ja reingelassen. Die Märkte von Metzmann sind voller Leben, Farben und verlockenden Gerüchten. Es war die richtige Entscheidung, die Händler reinzulassen. So sieht's aus. Was kriegen wir denn? 15. Siehste, wir brauchen mehr Geld. Das Spiel sagt, wir brauchen mehr Geld. Das Spiel hilft uns natürlich. Sehr schön. Sehr schön. So, was gibt's denn jetzt? Oh Gott. Pocken im Wind. Heute umfasst das Reich viele Städte und Frieden herrscht überall. Zwar machen sich die Bürger mittlerweile weniger Gedanken um Krieg, werden jedoch von anderen Dingen geplagt. Furcht treibt sie um. Gerüchte schwirren durch die Gassen, es heißt, eine schwere Krankheit geht im Reich um, die ganze Gemeinden verwüstet und die Kranken ins Bett fesselt, also die Pocken auf Deutsch. Also entweder machen wir ein Sperrgebiet, darauf achten, oder ignorieren und dann passiert gar nichts. Dann machen wir lieber ein Sperrgebiet. Das heißt, alle drei Städte haben jetzt mehr Stabilität, aber weniger Industrie. Natürlich nicht so gut. Okay, na Jungs, was soll ich jetzt machen mit euch? Kostet halt alle nichts, deswegen brauche ich euch nicht zusammenlegen. Übrigens, wenn ihr Einheiten zusammenlegt, kosten die dann... Ich will nicht überspringen. So, wir stationieren die jetzt... Stationieren die mal, dann nichts passiert. 82. Runde jetzt. Das war schon mal was. Wir haben jetzt immerhin das nächste Weltwunder abgeschlossen. 483. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Da können wir wenigstens mal ein bisschen anfangen zu forschen. What noble deeds shall okay, da haben wir noch einmal Safran. Den kaufen wir uns auf jeden Fall noch. Jetzt sind wir mit Blau wenigstens wieder durch. Die Mykena. Oh Gott, was ist Marmor? Ein Industrie pro Arbeiter. Okay, was kann ich mir überhaupt leisten? Gar nichts. Mit 169 Gold kommst du hier nicht mehr weit. Die Typen, die haben doch nicht anderes Pakt beendet, ne, Leute. Die haben gerade den Scheiß nicht anderes Pakt beendet. So, Blei können wir uns holen. Das bringt uns immerhin mehr Stabilität.
As you wish. Und Wissenschaft pro Forscher. Gut, wir haben ja ein paar Wissenschaftler, haben wir in der Hauptstadt. Ah, übrigens auch die Sache, wir könnten natürlich auch die Wissenschaftler jetzt hier rausziehen und mehr Geld machen, aber. Gut, jeder neue Bürger im Moment würde auch in Geld reingehen. Gut, Mensa Barranza müssen wir was bauen. Wie sieht es denn aus eigentlich mit Mithrihalle? Ja, aber auch. Nee, ich würde gerne die Stadt anwählen. Sehr gut. So können wir erstmal nichts Sinnvolles bauen. Wir würden noch einen Hafen bauen können. Ach, an dem Wasserstück hier unten, oder was? Das würde ja viel bringen. Okay. Industrie wäre schon gut. Ich sag's euch mal ganz ehrlich, wie es ist. Industrie wäre schon gut. Nahrung irgendwann auch logischerweise. Aber ich würde jetzt erstmal, wenn wir es können, Industrie bauen. So, wie gesagt, ein Industriegebäude kriegen wir ja noch. Da überlege ich gerade, wo wir es hinbauen. Wollen wir das dann hier hinbauen? Oder? Eigentlich hier, ne? 1, 2, 3, 4 und dann im Notfall auch hier 5. Wenn wir es hier bauen, kriegen wir sogar 6 ab. Okay, dann können wir es also. Okay, dann bauen wir das noch weiter. Industrie hier. Und wir müssen eigentlich mal Verdünnungsfutter erforschen, damit wir irgendwann auch mal was gegen die Stabilität machen können, wenn hier ständig irgendwie unsere Handelsabkommen abbrechen. So, du bist voll aufgeladen. Na dann mal wieder hoch hier. Und dann tun wir mal mit der Stadt hier mal wieder böse Sachen. Jetzt zum Beispiel. So, jetzt haben wir Handelsrouten blockiert. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll war, aber keine Ahnung. So, und nächste Runde werden wir hier auf jeden Fall dann, also die Stadt behalten wir logischerweise auch nicht, werden wir auf jeden Fall wieder plündern. Mal gucken, ob das uns wieder die Handelsrouten weghaut. Ich hoffe nicht. Okay, was können wir hier machen? Wir können die Stadtmauer in der Mensa Oberranzern. Wir müssen irgendwann anfangen mit Geld verdienen. Problem ist nur, ich würde natürlich gerne aber vorher noch die Industrie wenigstens noch weiter bauen, weil dann geht es natürlich nachher umso schneller. Nahrung haben wir eigentlich noch ganz gut. Was haben wir hier gebaut? Auch ein Barei, das heißt, hier würden wir auch mit Nahrung gehen ohne Ende. Wow, das ist schon viel, ne? Hier wäre ein Nemeton, das heißt, hier würden wir noch mehr Nahrung machen. Ich gehe mal nochmal auf Nahrung. Erstmal. Weil wir werden hier relativ viele Leute produzieren wollen. Und da werden wir halt viel, also wir werden viele Einheiten produzieren wollen und werden dadurch halt viele Einheiten verlieren. Die Hunnen sind jetzt im Mittelalter. Sind die Azteken jetzt auf Deutsch? Jetzt haben wir die Azteken da oben. Okay. Gut. Sind aber, glaube ich, auch die ersten da oben, ne? Oder? Ich glaube ja. Okay. Die Hunden, also wenn wir wollen, nicht unbedingt Krieg führen, gehen die Hunden. Wie sieht's denn aus, Jungs? 416 Gold. Ambra haben die auch nochmal. Mehr Wissenschaft, das wäre doch was. Kostet auch nichts, sehr gut. Warte mal, also bevor ich jetzt hier wieder irgendeinen Scheiß mache, müssen wir leider Gottes plündern. Das ist der Wahnsinn. Wir werden damit wieder Grölle erzeugen und wieder unser Handelsabkommen kaputt machen. So richtig gut, was wir da machen, ist das nicht, muss ich euch ehrlich sagen. Das ist nicht so richtig besonders. Hier werden nur wieder mehr Forscherplätze und mehr Forschung. Und unsere Stabilität fällt ohne Ende. Wie ihr gerade sehen könnt, das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Jetzt könnten wir beim Hafen noch ein bisschen mehr Nahrung machen und ein bisschen mehr Gold. Steht so. Wir brauchen auf jede Fälle die Dingsbumsviertel, die Verglühnungsviertel. Wir brauchen erstmal noch das hier. So. Achso, ja, in der Stadt soll ich ja was machen. Eine Einheit produzieren eigentlich? Haben
einen Typ drin? Wir haben einen Typ drin, wir können nur einer produzieren, wenn wir wollen. Oder zwei Runden. Oh, hätten wir eine Einheit mehr. Wir können mal diesen Kesati bauen. Aber ich bin stolz dafür. Shit. Ach, scheiß drauf. Okay, militärische Architektur. Jetzt können wir wenigstens unsere Spezialeinheit der Thema bauen. Das ist schon mal was. Wir können Städte zusammenlegen, das bringt aber nicht so viel. Und wir können eine Festung verbessern. Okay. Was können wir forschen? Was ist denn schnell? Redekunst wäre schnell. Und wir können eine Bibliothek machen. Das wäre wichtig. Mehr Forschung. Zack. So, jetzt haben wir natürlich wieder... Was ist denn jetzt? Ach du Scheibenkleister! Die Grünen haben ja die ganze Zeit Krieg geführt. Das ist immer noch die Schau? Oh Gott. Und das sind jetzt die Vasallen von Grün. Und mit Grün... Tell me, how have you been? Verzichten wir auf unsere Brille. You won't do it again. Oh, haben wir eine Allianz, das heißt, die greifen wir jetzt gar nicht an. Ja, scheiß die Wand an, du. Sorry, we can't do that. Können wir nicht? Schon sagen. Oh, da, meine Lieben. So, okay. Gut, das heißt, hier rüber geht dann unser Handel. Wir den Handel dann wieder aufnehmen. Eieieiei. Do something clever today. Vollunion, na gerne. Kulturelle Übereinkunft, können wir auch machen. Okay, also wenigstens sind die uns noch irgendwie treuer geben. Und da haben wir auch die Handelsabkommen noch. Wir haben richtig viele Handelssachen verloren hier. Also was machen wir denn für einen Blödsinn? It is a pleasure indeed to see you. Ich glaube, wir haben gerade wieder 15 Handelsrouten mit den Griechen zerstört. Hier können wir auch keine Zollunion machen, nichts. Hier haben wir zerstört. Das ist doch super. So, dann holen wir uns noch Marmor. Marmor ist nochmal Industrie pro Arbeiter. Tee war, glaube ich, Nahrung, ne? Tee war Nahrung. Viel zu teuer, wenn wir ehrlich sind. Okay, wir sollten aufhören, die Handelsrouten zu zerstören, Jungs. Das ist eine ganz beschissene Idee. So, redet uns das weiter. Da können wir dann quasi diesen Feiertag machen. Das ist wieder ein Projekt, was ihr quasi immer wieder machen könnt. Für mehr Glauben, was wir nicht brauchen. Ein Wissenschaft pro Bevölkerung, eine Bibliothek, das ist nicht schlecht. Und ein Theater mehr Einfluss. Wir könnten jetzt sogar nochmal eins aufsteigen, Freunde. Der Witz ist, wir könnten das halt wirklich einfach machen. Das bringt uns nochmal ein bisschen was, okay. Das haben sie unten auch eingenommen. Okay, jetzt sind wir hier durch eigentlich. Also das hat uns hier wirklich nicht, das war jetzt nicht besonders clever von uns. Vor allem, dass wir wieder Safran verloren haben. Wir können uns das nicht leisten. 600, 400 und wir können uns das nicht leisten, mein Bruder. Haben wir jetzt wieder Ebenholz geholt. Also das war, ja, wie soll ich sagen, nicht clever. Hier heute müsst ihr die Einheit verloren, das stimmt. Sehr gut. Genau, neue Epoche. Also wir könnten natürlich in die neue Epoche gehen, dann sind wir wieder in der Epoche voraus immer noch. Übrigens, wir haben es gerade erforscht, dass wir Städte zusammenlegen können, aber das ist unglaublich teuer vom Einfluss her. Würde ich euch nicht empfehlen. Wir könnten übrigens auch mal wieder ein paar gesellschaftliche Sachen machen, also ein paar Verordnungen erlassen. Wir haben jetzt immer die ganze Zeit volle Kanne gespart auf Wunder, um einfach auch noch mehr zu bekommen. Wenn wir natürlich in die nächste Zeit gehen, könnten wir natürlich ein neues Wunder, weil das Wunder ist jetzt nicht so doll hier, ein neues Wunder beanspruchen. Das wäre auch wieder für was. Ich muss gucken, geht eigentlich jetzt hier die Stabilität runter? Zum Glück, nee. Aber das sieht echt nicht gut aus, Freunde. Also mit den passt auf jeden Fall auf, was ihr da zerstört, weil ansonsten, also uns hat sie komplett die Wirtschaft weggehauen. Grunde genommen, also viel von der Wirtschaft weggehauen. Und die Babyloner sind jetzt hier. Das ist ja auch sehr interessant. So, es gibt wenigstens kein Gebiet mehr auf der Hauptinsel. Ich nenne sie einfach mal Hauptinsel. Und die Azteken gehen hier oben lang. Also, der nächste Krieg wird gegen die Azteken sein. Ich bin mir, da bin ich mir sicher. Die haben auch nicht mehr logischerweise was mit den Zoo zu tun. Ja, also, die werden die Azteken, aber da verlieren wir halt auch schon wieder Zeug.
Das Problem ist, die Su, da wollte ich eigentlich das Gebiet hier haben, weil das halt so viel bringt, der Farbstoff für uns, wenn wir den einnehmen würden. Jetzt müssen wir mal gucken, können wir denn mit denen handeln? Mit dem Farbstoff? Nee. Im Vasall können wir halt nichts tun auf Deutsch. Ihr fordert, dass die Sucht euch 300 zahlen. Okay. Und was sagen die? Wie soll, warte mal kurz, was sollten die wollen, dass wir Mithrihalle geben? Scheiß die Wandern, Freunde. Okay, also haben wir das, da haben wir hätten vielleicht vorher Krieg führen müssen gegen die Su. Ganz ehrlich, das hätten wir irgendwie versuchen müssen durchzustehen. Damit wir wenigstens den Außenposten uns freikämpfen. Weil jetzt... Die haben auch die Unsterblichen, die sind richtig gut, die Einheiten. Die kenne ich schon. Damit habe ich selbst viel gespielt. Die sind, also die auf irgendwelchen Bergen drauf kannst du vergessen. Die kriegst du dann nur weggeschossen. Das machst du damit nicht. Okay. Gut, ich mache mir mal ein paar Ideen hier für die nächste Runde. Ich meine, wir sind 85 Runden, wir haben super Bevölkerung, das passt. Ne? 38 Leute im Enzoberanzan, 25 in Landsatte. Wie fahren wir in Mithrihalle? 28 sogar, ist noch schneller als Landsatte, sogar besser hochgekommen. Das passt an sich. Wir können übrigens auch die Inseln hier angliedern. So ein bisschen die Frage, warum wir das machen sollten. Für einen Hafen höchstens, ne? Wir können sie angliedern für einen Hafen und vielleicht für ein bisschen... Guck mal, was mal. Dort guck mal die Stabilität an. Das ist eine gute Idee, war. Ja, aber wir könnten jetzt theoretisch... Ach, wir könnten jetzt hier so ein paar Reise oder bauen. Okay. Aber wir könnten, glaube ich, auch einen Hafen jetzt hier hinbauen. Und der würde doch... Ach, guck mal einer an hier. Der würde uns auch, was geben. Das ist gut. Das machen wir mal. Der würde uns auch ein bisschen Forschung noch geben. Dann könnten wir danach nämlich noch einen Barei bauen. Ich schätze egal wohin. Warum denn? Nee. War vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann gehört uns wenigstens das Gebiet hier wirklich. Aber ich glaube, wir können halt leider Gottes nicht auf irgendwelche Inseln hier was bauen. Höchstens irgendwelche Wunder vielleicht. Wir müssen es halt sehen dafür, ne? Na gut. Gut, also forschungsmäßig, wie sieht's da aus? 523. Das sieht jetzt nicht so schlecht aus mittlerweile. Wir sollten mal anfangen, diese Verglühungsviertel zu forschen, damit wir die bauen können. Das wäre, glaube ich, echt mal nicht schlecht. Goldmäßig machen wir auch nur noch 319. Da ich das auch unser Handel ein bisschen weggebrochen ist. Das, wir haben uns irgendwie gefühlt ein bisschen verschlechtert. Das heißt, wir müssen eigentlich versuchen, ja hier oben durchzugehen, also die Azteken dann anzugreifen. Die sind aber dummerweise auch die Besten hinter uns. Einerseits natürlich tut es, wenn wir die besiegen, aber andererseits natürlich kacke ist, weil die natürlich schwer sein werden. Wir sind verbündet. You have my attention. Alter, wir sind verbündet mit Methenern, damit mit den Griechen und mit den... Also wir können eigentlich nur Babylon unten. Ist es immer noch Babylon? Ich glaube ja, ne? Die haben Babylon gegründet. Das ist ja nicht Babylon. Das sind... Sehe ich das nicht? Hier, die Griechen, Archimeder. Sehe ich nicht, wer rot ist. Die Maya sind das. Ah, okay. Wir können eigentlich nur die Nimaya und die Hundenkrieg führen. Und beide haben halt unglaublich. Also beide können wir halt übelst handeln mit denen. Ha. Also wie gesagt, irgendwie. Führt kacke laufen. Aber gut. Das muss ich jetzt mal Zukunftsalitz mal angucken und dann soll er entscheiden. Bis denn.